Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich einmal mit euch zusammen bei diesem Polo 9N den Keilriemen wechseln, beziehungsweise Keilrippenriemen oder Flachriemen auch genannt. Und ja, das ist ein VW Polo 9N Diesel, 1.9er Diesel, Baujahr 2003, 74 kW. Und wie man das Ganze wechseln kann, zeige ich euch jetzt und ich würde sagen, los geht's. Also, derjenige, der Autobesitzer, meint, dass der bei ihm schon porös ist und er ihn deswegen gewechselt haben möchte. Also meistens wechselt man ihn entweder, weil man selber gesehen hat, dass er porös ist oder dass er Geräusche macht. Ja, wofür brauchen wir eigentlich so einen Riemen? Der Riemen verbindet zum Beispiel, wir haben ja Anbauteile am Motor, wie zum Beispiel Generator, Servolenkung. Was haben wir da noch? Generator, Servolenkung. Das meistens, manchmal bei älteren Fahrzeugen ist auch noch die Wasserpumpe mit dran. Ja, und das Ganze muss ja angetrieben werden. Und wir haben halt den Motor, die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle treibt halt den Generator mit an, weil wir Strom brauchen, Servolenkung mit an. Und das sind so die Hauptbauteile, die mit dran sind. Und wenn der Riemen ausfällt, dann lädt der Generator nicht mehr, Servolenkung fällt aus und so weiter. Deswegen ist es auch wichtig, danach mal zu prüfen. So, der sitzt hier einmal. Wir kriegen den eigentlich, ja, oben und unten müssen wir ein bisschen fummeln. Also im Prinzip ganz einfach. Ach so, und die Klimaanlage wird, also der Riemen treibt auch den Klimakompressor an. Hier in dem Fall haben wir keinen Klimakompressor. Wir werden jetzt hier etwas wenig sehen, aber wir sehen hier auf jeden Fall den Spanner. Den einfach mal mit einem 17er lösen. Wir kriegen das Ganze auch von oben, denke ich mal, gewechselt. So, so. Wirklich ein bisschen drin. So, und dann haben wir ihn schon. So. Jo. Und hier können wir sehen, da sieht man, wie porös der ist. So soll das natürlich nicht sein. Wichtig, wenn man das Ganze dann abgemacht hat, dann kann man die Rollen einzeln hier mal prüfen. Einfach mal drehen und gucken, ob irgendwelche Geräusche kommen. Umlenkrollen, Spannrolle, einfach mal dran drehen und gucken. Ja, ist okay. So sieht der neue Riemen aus. Da ist er nicht mehr porös. So, dann setze ich den jetzt mal eben an. Etwas knifflig, aber machbar. Und jetzt? So, und schon haben wir ihn drauf. So. Alles etwas schwierig zu sehen. Also man ist schwierig hier mitzufilmen. Aber ich hoffe, das konnte man so gut wie möglich sehen. Auf jeden Fall da den Spanner zur Seite gemacht. Und den Riemen halt gewechselt, ohne das Auto hochzuheben. So. Ja Leute, und so kann das Ganze dann aussehen. Manchmal schwierig, manchmal etwas einfacher, den zu wechseln. In dem Fall muss man ein bisschen hin und her fummeln, aber ist machbar, ohne das Auto hochzuheben. Ja Leute, und so kann man das Ganze wechseln. Was sich noch empfiehlt, ist es, wenn man jetzt, das ist jetzt ein kleiner Flachriemen, aber wenn ihr jetzt einen größeren Riemen habt, empfiehlt es sich, das Ganze dann aufzuzeichnen auf ein Stück Papier, damit man nachher weiß, wie der Riemen wieder reinkommt. Weil man macht den Riemen ab und dann weiß man nicht mehr, wie er draufkommt. Hier hatten wir jetzt einfach nur den Generator und die Kurbelwellenriemenscheibe, da ging das, und den Spanner natürlich, da war es jetzt ganz einfach, aber wie gesagt, schreibt es euch auf oder malt es euch besser auf. Und was man noch über den Keilrippenriemen wissen könnte, sollte, oder wer sich schon mal gefragt hat, was bedeutet diese 6 PK 780, die 6 bedeutet, dass man 6 Rippen hat und 780 ist die Länge von dem Riemen, deswegen, wenn ihr euch fragt,
oder wenn ihr einen Riemen bestellt, dann gibt es unterschiedliche Größen, 6 PK 800 zum Beispiel. Man könnte zum Beispiel einen größeren, kleineren machen, einbauen, je nachdem wie viel Spanner da mitmacht, aber meistens, wenn man Schlüsselnummer eintippt und dann werden schon bestimmte Riemen vorgegeben, aber ich sag mal, wenn man jetzt im Notfall irgendeinen drauf machen möchte, könnte man einen etwas größeren oder kürzeren reinmachen. Das würde der Spanner bestimmt ausgleichen, aber damit ihr einfach mal Bescheid wisst, wofür sind diese 6 BK 780. Ja, schreibt es unten rein, wer es gewusst hat. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.